Ganz leider. Ich habe leider 5 Kilometer weniger. Super. Michael Kurz, den kenne ich ja schon seit langer Zeit. Den habe ich ja schon gekannt, bevor ich ihn persönlich kennengelernt habe. Er war für mich auch ein bisschen ein Vorbild, weil er war ja ganz ein extremer Sportler vor seinem Unfall. Der Wolfgang Dawanik, den kenne ich schon aus meiner Zeit vor meiner Behindertensportkarriere. Also er war für mich mal bei Griff. Ich habe ihn oft noch mit dem Radl durchs Dolshausen gesehen. Extremsportler, ehrgeizig, aber auch ein lockerer Typ, also ein lebensfroher Mensch. Es ist immer eine Gaude, aber es wird auch wieder super Sport betrieben. Stärkeproben übersetzt heißt Stärke, Stärke, Proben, Probe, also Kraftprobe. Stärkeproben ist ein Radmarathon in Europa, einer der längsten, geht über 550 Kilometer und wird eben Tag und Nacht gefahren. Nicht die, es gibt ein Limit, also in 36 Stunden muss man das schaffen. Es ist schon nicht ganz wenig weit. Also. Man muss schon der Typ sein, der seine psychischen und physischen Grenzen sucht und sich da herantasten will überhaupt und der sich quälen. Man muss sich quälen können und wollen. Training, das haben wir eh immer. Nicht wie, ich fahre eh permanent Radl, der Michi macht andere Sportarten auch noch. Zahnsleimer. Ich habe leider 5 Kilometer weniger. Super. Also es ist jetzt wenige Minuten vor 3 Uhr früh und wir haben den ersten 100er in den Beinen. Das geht, die Sonne geht auch schon wieder auf. Ja, was will man mehr? Ja. Und in 10 Kilometer haben wir wieder eine Labestation. Super, Wolfi. Ja, die größte Herausforderung ist dann schon, ob Kilometer 300 wird das dann schon, zieht sich das dann schon in die Länge und es sind dann halt, kommen dann auch Spaßmen. Und wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, war es war die größte Sorge, dass der Wolfgang finishen wird. Wer ist schon da? Und dann. Oslo ist auch bald da. Ja, bald haben. Herr Wolfi. 360 Kilometer, nachdem wir die ganze Nacht durchgefahren sind, von Trondheim bis daher nach Lillehammer. Und da die Chance. Seien es noch 180 bis Oslo, was meinst du? Müssen wir durch. Genau, nützt eh nicht. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir dort zu zweit ankommen werden. Wenn es jemand ganz genau wissen will, anmelden, Trondheim fliegen, starten und fahren.